Und da sind wir wieder. In diesem wunderschönen Forschungslabor in Ost-Colorado in der Uni. Natürlich schauen wir uns erstmal alles an, was wir hier finden. Wer weiß, wozu es gut ist. Brauchen werden wir es sowieso irgendwann. Oh, schaut mal, eine Werkbank. Dann an die Arbeit. So, was brauchen wir am besten jetzt? Bogen. Bogen brauchen wir später sowieso irgendwann. Von daher können wir den ruhig aufrüsten. Und natürlich Nachladetempo beim Flammenwerfer. So geht es doch. Fünf Pillen. Da haben wir eine halbe Schere drin gefunden. Da war gar nichts mehr drin. Und wenn wir schon dabei sind, können wir uns auch ein bisschen Leben, Lebenskit und so alles beschaffen. Denn wenn wir schon die Zeit dazu haben, uns diese Sachen herzustellen, dann sollten wir damit jetzt auch nicht geizen. Oh, hier haben wir eine Tür. Kommen wir da einfach so rein. Fireflies? Euer Heilmittel ist hier. Ist da wer? Seien wir leise, bis wir wissen, was hier los ist. Genau, Ellie, wir schreien ganz laut rum. Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Vielleicht nicht alle davon. Was war das denn? Ellie? Was soll denn das? Fräulein, würdest du bitte warten? Die rennt einfach nach oben, die Ellie. Ich verstehe das nicht. Einfach so auf. Das ist gut, oder? Es fragt sich, wo sie hin sind. Oh ja. Das ist richtig. Wo sind die hin? Wir haben viel zu viel Band. Ich brauche noch irgendwie eine halbe Schere. Okay, dann hören wir uns mal das Aufzeichnungsgerät an. Sie wollen gleich wieder über Sicherheitsmaßnahmen diskutieren. Unsere Ausrüstung ist hier. Unsere Daten sind hier. Alle haben sich daran gewöhnt, hier zu leben. Ich werde jetzt weiter testen. Diese Inkompetenz macht mich sonst noch verrückt. Okay. Ich hoffe, ihr konntet das quasi so alles verstehen.
Weil das kam jetzt ja letztendlich alles aus dem Controller raus. Ist nicht wie bei auf der PlayStation 3, dass man das alles irgendwie über den Fernseher hört. Nein. Man hört das quasi alles so. Dachte ich, haben wir jetzt eine halbe Schere gefunden. Verdammt. Ellie wartet da hinten natürlich wieder. Wir durchgucken hier noch ein bisschen die ganzen Sachen. Finden noch mal 5 Pillen. Da haben wir noch ein Schubfach. Können wir noch reingucken. Wieder mal leer, wie üblich. Wenigstens ein paar Teile. Wieder Pillen. Also Pillen findet man tatsächlich sehr, sehr viel jetzt hier im zweiten Teil, sage ich jetzt mal. Vielleicht haben die auch jetzt ein paar mehr Pillen jetzt hier hingepackt im Spiel, kann ich mir aber nicht vorstellen. Oder ich habe sie einfach nicht beim ersten Mal durchspielen gefunden. Das ist natürlich auch möglich. Wovon ich stark von ausgehe. Eine Quarantänezone. Mist. Alter, diese Scheißaffen. Ich bin immerhin keine Klicker. Fireflies auch nicht. Ey. Ja, vielleicht sind sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Versuchen wir, werden was finden. Röntgenbilder des Pilzes. Angenehm. Ich muss sagen, selbst dieser kleine Affe hat bei mir gerade wirklich ein wunderschönes Gefühl von Schreckhaftigkeit entwickelt. Ja. Da rutscht einem das Herz doch schon manchmal in Regionen, wo es nicht hingehört. In die Hose. Oder direkt in die Beine. Ein weiteres Aufnahmegerät. Hören wir mal rein. 4 Paletten, Laborausrüstung verpackt und transportbereit. Tja, die Frage ist, was passiert jetzt mit euch? Wollen die Infizierten einschläfern? Wie ich das finde? Scheiße ist das. Ihr habt euch mehr eingesetzt als sie, ja. Wenn irgendwer die Frage adressiert, dann hey, langsam. Die haben nicht ernsthaft die Affen damit infiziert, oder? Dass wir die Affen nicht angefasst haben,
Er hat nicht gesagt, wo sie sind. Ich weiß. Suchen wir weiter. Trotzdem sollten wir uns von den Affen gründlich fernhalten. Was du nicht sagst. Ich bin tot, oder bin es bald. Ich hatte Zeit nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ganze Scheiße reine Zeit verschwenden. Das nicht mitmachen. Komm schon. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei, die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind es Pferde? Na klasse. Nein, das sind keine Fireflies. Was sind das für Typen? Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Mal sagen, das sind Söldner. Ja, dann müssen wir wohl den gleichen Weg wieder zurück. Pass auf! Alter! Ohne Spaß. Was soll denn das? Warum müsst ihr mich hauen? Ich hab doch gar nichts getan. Wo zum Geier steckst du? Joel! Ja. Das sind die Wichser, die wir jetzt nicht brauchen. Bleib hinter mir, Ellie. Na, klasse.
Du wirst nicht weiter überleben, sag ich dir. Du Schwein. Erstmal nachladen. Niemand fasst Ellie an. So, hier ist erstmal frei. Der hat das fallen lassen, oder? Nee. Hat er nicht. Müssen wir wohl tauschen. So. Na, mit Sniper-Schussgewehren kommen wir ja super gut durch. Arschloch. Hast du ein Health Pack? Danke. Los! Ich drück doch schon! Ah. Oh. Da sind auf jeden Fall irgendwelche Organe getroffen worden, so wie das aussieht. Du musst mich hochziehen. Okay.
3. Gehen wir einfach zum Pferd. Oh, ich glaube, ob wir das noch schaffen. Weiter. Bis zum Pferd, ich weiß nicht. Joel, wie geht's dir? Es geht. Es geht. Kommst du durch das Fenster? Ja. Okay. Hoffen wir mal. Komm schon, hoch! Schon entdeckt. Mist! Okay, du bleibst hier. Ich komme dann von der Seite. Ellie. Du hast meine Freundin getötet, Arschloch. Jetzt muss Ellie für uns kämpfen. Hier ist keiner. Schnell! Was heißt schnell? Wir sind schwer verletzt. Du machst es gut. Nur weiter so. Oh Mann. Hier, halt dich fest. Nein. Kannst du laufen? Ja. Dann lauf doch auch. Ah, ein kleines Stück. Hey! Joel! Hinter dir! Was? Ellie! Bleib bewaffnet! Stehen. Los! Oh Mist! Oh Mist! Alter! Das sieht nicht gut aus für Joel. Nicht, dass wir eben ja noch wegsterben. Geht doch. Oh, Scheiße! Ich glaube, jetzt ist gleich nur noch Ellie im Spiel. Dann ist Joel tot, wenn wir nicht schnell irgendwie medizinische Hilfe finden. Los. Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Oh nein. Scheiße. Joel, hier. Steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Ich steh schon auf! Joel!